Hey Leute, hier sind wieder Benny und Larissa von Aquaporist. Hi, eurem Online-Shop für natürliche Aquaristik. Ja, und jetzt könnt ihr uns unterstützen. Wenn ihr das wollt. Indem ihr jetzt all euer Geld uns überweist oder uns in euer Testament einschließt. Nee, es wäre schlecht, wenn die uns einfach das Geld überweisen, dann kann ich das gar nicht verbuchen. Doch, als Spende. Als Spende. Als die müssen wir aber auch versteuern. Ja, ist egal. 19%. Wir nehmen alles. Nein, aber darum geht es natürlich nicht. Wir haben auch jetzt keinen PayPal-Spendenlink oder so. So schlimm ist es noch nicht. Wir müssen jetzt nicht irgendwie gerade betteln gehen. Wobei, nein, es geht darum, dass ab und zu immer die, ja, ab und zu, also es kommt schon ab und zu mal die Frage, was ist euch denn lieber? Welche Zahlungsmethode? Und dann muss ich immer sagen, ist mir eigentlich egal, macht das, was euch am liebsten ist, was für euch am einfachsten ist. Und deswegen bieten wir diese ganzen Zahlungsmethoden an, dass ihr das machen könnt, was für euch am einfachsten ist. Wenn ihr sagt, damit können wir das am schnellsten kaufen, das ist für uns am besten, dann macht das. Wenn ihr aber jetzt wirklich wissen wollt, wie das für uns ist, dann bleibt dran, weil wir können das schon jetzt einmal kurz so ein bisschen durchgehen. Haben wir denn davon? Prinzipiell ist es ja schon so, dass es eigentlich wichtig ist, dass wenn man, also das kennen wir ja auch, wenn man irgendwo online kauft, dass man dann eine Zahlungsmethode haben möchte, die für einen selber möglichst komfortabel ist. Sprich, ich kann das schnell machen, ohne jetzt großen Aufwand, wenn man auf dem Sofa sitzt, noch meine Kreditkarte von sonst wo und ein Tänzchen aufführen, so, dass das klappt. Ja. Dass es sicher irgendwie abgesichert ist, dass falls irgendwas schief geht und der Verkäufer irgendwas nicht schickt oder so, ne, dass man dann da irgendwie Anspruch hat, das Geld wiederzukriegen und dass es möglichst schnell auch beim Verkäufer ankommt, dass man halt nicht noch stundenlang, tagelang warten muss, bis das Geld da ist und bis der das dann rausschickt. Ne? Genau. Ja, und andersrum ist es bei uns natürlich auch so, dass für uns unterschiedliche Zahlungsmethoden, unterschiedliche Zahlungsanbieter hinterlegt sind quasi, die auch wieder unterschiedlich gut vernetzt sind, zum einen mit unserem System, ob das direkt angezeigt wird, unterschiedlich vielleicht lange dauern, wir das nachgucken müssen. Sicherheit, spielt für uns jetzt eher weniger die Rolle, weil wir ja nicht auf Rechnungen verkaufen, also in den seltensten Fällen. Naja, aber für die Kunden ja schon. Wenn die jetzt irgendwas kaufen auf Vorkasse, überweisen uns das und wir schicken denen einfach nicht das Paket raus. Ja, aber das ist uns ja egal, weil wir haben ja das Geld, das wollte ich ja sagen. Also als Käufer. Andersrum kann es aber genauso gut sein, dass jemand behauptet, er hätte überwiesen. Ja. Und wir schicken ihm das nicht raus und wir sagen, wir haben aber keinen Zahlungseingang auf dem Konto. Ja, aber solange das Geld bei uns nicht eingegangen ist, sind wir sicher, dass es bei uns nicht eingegangen ist. Also das ist jetzt kein Problem aber für uns. Ich sage das jetzt aus der Sicht von den Kunden. Ja. Für die ist das wichtig. Was aber auch effektiv nicht vorkommt. Also das hatten wir, glaube ich, ein einziges Mal den Fall, dass jemand gesagt hat, er hätte es überwiesen, aber wir haben keine vernünftigen Zahlungsbelege. Ja, ich habe dann aber nochmal zurückgefragt und dann kam keine Rückmeldung mehr. Einziges Mal hatten wir es auch, dass wir dachten, das Geld von jemandem wäre noch nicht da, aber da hatten wir noch nicht das Buchhaltungsprogramm. Da habe ich noch manuell immer auf dem Konto nachgeguckt und da schrieb derjenige, ich habe das schon vor dann und dann bezahlt. Und dann habe ich es auf dem Konto tatsächlich gefunden. Da haben wir uns dann auch entschuldigt. Und ja gut, das passiert in dem Fall einfach. Könnt ihr uns auch einfach eine nette E-Mail schreiben und sagen, hey, ich habe dann und dann überwiesen, wo ist denn meine Bestellung? Gut, also gehen wir das Ganze mal durch. Jetzt sind wir schon dabei. Überweisung, müsste man ja eigentlich denken, ist für uns am besten, denn keine Gebühren. Also Kontoführungsgebühren, ehrlicherweise, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, haben wir keine. Also wir haben die passende Geschäftsbank ausgewählt, wo man einfach auch als Unternehmenskonto eine Möglichkeit hat, einfach gebührenfrei das Ganze zu betreiben. Ja, sonst gibt es ja manchmal auch Gebühren pro eingehender Überweisung, ausgehender Überweisung oder dass dann irgendwie 10 frei sind und darüber kostet es dann, keine Ahnung, natürlich 12 Cent. Hat das dann eingeschränkte Funktionen, also man kann dann nicht 10.000 Unterkonten machen und 5 Millionen Sondereinstellungen mit Blitzüberweisung und zick und zack. Brauchen wir auch nicht, aber das könnte man, manche machen das ja gerne, dass sie dann Sofortüberweisungen machen und in irgendwelchen Paketen gibt es dann, was weiß ich, 100 Sofortüberweisungen, also nicht sofort, sondern wie heißt das dann, Blitzüberweisung oder so. Gibt es dann quasi dabei, weiß ich nicht, ist für uns nicht relevant. Aber du bist ja jetzt quasi aus Systemsicht, wenn jetzt jemand mit Vorkasse, also Überweisung auf unser Bankkonto bezahlt. Direkte Banküberweisung heißt das. Es bei uns, genau. Ja. So benannt. Also ihr überweist dann direkt auf unser Konto. Was passiert dann bei uns nachgehend? Also da steht erstmal bei uns, es wurde bestellt. Ihr kauft das. Dann kriegt ihr bei der Kaufbestätigung ja diese Seite, wo unsere Bankverbindung ist, wo dann steht, bitte überweist das, also ihr geht dann in eure Banking-App, keine Ahnung, füllt einen Überweisungsträger aus, wie auch immer, und überweist das an uns. Dann ist bei uns im System, das steht hier, das und das wurde gekauft
Und ist dann noch nicht in Bearbeitung als Status, sondern Zahlung ausstehend oder in Wartestellung? In Wartestellung, glaube ich, heißt das. Das heißt, wir sehen, aha, da ist eine Bestellung mit Vorkasse, also direkter Banküberweisung, und das Geld ist noch nicht da. Das heißt, dann warten wir so lange, bis das Handy mich informiert mit, hey, hier ist eine Überweisung eingegangen. Dann sehe ich, aha, Name, und ihr gebt ja auch immer schön brav eure Bestellnummer mit ein, dass man das dann verknüpfen kann. Weil manchmal ist der Name, ne, dann bestellt Benjamin Wilden und Larissa Ropra überweist es, weil die sind nicht verheiratet oder keine Ahnung, anderer Name, es ist die Mama, wie auch immer, dass man das dann nicht direkt zuordnen kann. Und dann gehe ich ins System, kann das auf Es ist bezahlt machen, dann kriegt ihr nochmal eine E-Mail, wo drin steht, hey, hier die Bestellung wurde bezahlt. Dann wisst ihr, aha, das Geld ist angekommen und dann wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt verschickt. Kann natürlich sein, wenn das jetzt Donnerstag ist, dass es dann mit Garnelen oder so bis nächste Woche Montag dauert. Und das ist der größte Faktor eigentlich dabei. Es dauert halt, ne? Also es dauert für euch, bis das Geld bei uns angekommen ist. Ich warte teilweise drauf, wenn ich dann Sonntagabend die Bestellung fertig mache, dass ich sehe, ah, es sind noch zwei mit Überweisung ausstehend. Dann packen wir hier am Montag, sind gerade fertig. Vielleicht war die Post schon da und dann kommt Pling, ah, der und der hat noch überwiesen. Dann machen wir es meistens noch fertig und bringen es nochmal Post hinterher. Aber das ist halt so ein Faktor, es dauert, wir müssen nachgucken und... Aber grundsätzlich ist es für uns gut, denn das da stimmt. Zahlen wir keine Gebühren. Ja, so. Und es ist auch eigentlich ganz gut, weil mein Handy mich halt darüber informiert. Das heißt, sobald die Überweisung wirklich eingeht, so wie an dem Montag, wenn um 11 Uhr dann eben kurz bevor wir gehen wollen, das kommt mit hier. Ne, Überweisung ist da und wir sehen, ah, es sind noch 10 Blue Dreams und 3 Filter und keine Ahnung, Mini Christmas Moos, dann packen wir das auch noch rein und bringen es halt bei der Post, wir fahren da auf dem Weg eh dran vorbei, noch dahin. Also wir sehen es sofort. Genau. Ja. Dann geht's weiter. Wenn man an Online-Handel, Online-Shopping irgendwie denkt, ist man eigentlich immer bei PayPal. Also ich zumindest bin da, wenn ich online unterwegs bin. PayPal ist einfach, schnell, sicher. Sicher, da mache ich mir ehrlicherweise kaum Gedanken drum. Also ich hatte schon 2-3 Mal privat jetzt, dass ich diesen PayPal-Käuferschutz da benutzt habe. Meistens geht es dann ja, wenn es dann um Beträge geht, die noch zweistellig nur sind, dann manchmal ist es dann auch Lehrgeld. Aber wenn man da vielleicht doch schon mal irgendwas Teureres, was weiß ich, was hat für 300-400 Euro, die will man dann ja nicht einfach so in Sand setzen. Ne? Ja. Nee, gut, das ist klar. Jedenfalls haben wir da schon den Großteil der Bestellungen auch bei uns, die über PayPal abgewickelt werden. Ja. Und PayPal hat super Anbindestellen. Vielleicht nochmal da. Wie läuft das da? Ja, also da bestellt ihr, werdet dann ja auf die Seite von PayPal weitergeleitet und bei uns im System steht gleich in der Bestellung drin, es wurde bezahlt mit PayPal, dann und dann. Eure PayPal-E-Mail-Adresse steht da auch, es ist direkt verknüpft. Also im System sehen wir die Bezahlung, die dann auf dem PayPal-Konto ist und wir können es auch sofort rausschicken. Also, weil wir ja wissen, das Geld ist dann und da. Und es wird auch sofort eine Rechnung generiert. Ach stimmt, genau, das ist das auch noch. Es wird sofort eine Rechnung generiert und die Rechnung wird dann euch geschickt. Also ihr habt die gleich. Und bei der Überweisung ist es halt so, dass erst wenn ich sage, es wurde bezahlt, erstellt das System eine Rechnung und dann kriegt ihr die auch erst geschickt. Ja, ja. Genau, das ist der Punkt quasi noch dazu. So, jetzt ist allerdings PayPal nicht kostenfrei, wie das jetzt bei der Banküberweisung war. Das könnte man sich nämlich denken. Es ist abgesichert, es ist schnell, es ist am komfortabelsten. Heißt, logischerweise müsste es auch am teuersten sein. Genau. Also aus unserer Sicht hat jetzt. Sich, ne? Ja, genau. Also ihr, aus eurer Sicht ändert sich nichts. Egal. Deswegen habe ich ja auch gesagt, wenn die Frage ist, macht das, was für euch am komfortabelsten ist, das ist vollkommen in Ordnung. Deswegen ihr bezahlt das immer den Preis, den ihr, was weiß ich, für 50 Euro die Garnelen plus 10 Euro Versand, also bezahlt ihr 60 Euro, egal ob per Überweisung oder per PayPal. Ja. Und da ist das kein Geheimnis. Man kann ja nachgucken in die Tabellen von PayPal, was das für Geschäftskunden oder Businesskunden heißt es ja bei PayPal, was da die Gebühren sind. Denn ihr überweist das ja nicht an Freunde, sondern an ein Geschäft. Und in dem sind wir keine Freunde. Offensichtlich nicht. Jedenfalls das Geld ist nicht an Freunde. Es geht auch nicht. Und dementsprechend. Zahlen wir da Gebühren. Und das ist in den letzten Jahren immer mehr geworden. Ja, das kann man so sagen. Ja. Ja, also könnt ihr gerne mal nachschauen in die Tabellen. Das ist alles öffentlich einsehbar. Und PayPal lässt da auch nicht großartig mit sich verhandeln. Insofern kann man das sehen. Das ist irgendwo so zwischen 3% und 4%, dass sich das Ganze auswirkt, die dann am Ende an PayPal gehen. Das ist im Prinzip... Bleibt dazu zu sagen, 3% oder 4% irgendwo dazwischen. Wenn ich dann mal irgendwann in der Buchhaltung gucke, ich sehe das dann ja immer, dass die PayPal-Gebühren werden immer automatisch von dem Buchhaltungssystem
vermerkt als Kontoführung. Und dann scroll ich da durch und dann sieht man immer so irgendwie ein paar Cent, wenn es halt nicht so teure Sachen waren oder 1 Euro irgendwas, 2 Euro irgendwas. Und neulich habe ich da mal über 7 Euro angelacht, wo ich auch dachte, was ist denn da passiert? Da dachte ich, das wäre ein Fehler oder so, ne? Aber klar, wenn natürlich dann eine große Bestellung mit vielen Garnelen, Fischen und noch mit Go-Versand und so über 200 Euro sind, dann können halt die Gebühren noch mal 7 Euro betragen. Genau, also ne? Das ist natürlich auf den kompletten Umsatz, also auch auf die auch Versandkosten, auf die Steuern und alles, wo wir jetzt in Anführungszeichen nichts von haben, freut sich PayPal natürlich trotzdem. Ja? Das ist einfach so. Ja. Und da haben wir gesagt, gut, oder haben wir nicht gesagt, wurden von jemandem angesprochen, der da aber einen guten Punkt hatte, wo ich vorher nicht drüber nachgedacht hatte. Wir hatten uns überlegt, okay, mit dem neuen Shop macht es ja auch Sinn, neue Zahlungsmethoden mit anzubieten. Jetzt ist es so, dass es da quasi komplett Anbieter gibt, die einfach alles zusammen anbieten, die wir euch vorstellen könnt, in dem Sinne dann auch wieder alles zusammen Gebühren erheben. Und da haben wir gesagt, gut, das machen wir nicht. Wir reduzieren das Ganze ein bisschen und sagen, PayPal hatte ja vorher schon gewisse Angebote, nämlich nicht nur, dass ihr ein PayPal-Konto habt, sondern auch über Kreditkarte und Ratenzahlungen und so ein Kram. Ratenzahlungen und Sofortüberweisungen hatten die auch. Also das konnten wir vorher, es sind jetzt praktisch nicht mehr Zahlungsmethoden dazugekommen, sondern die Zahlungsmethoden mit Kreditkarte und die Sofortüberweisung, also die dann nicht direkt an unser Konto läuft, sondern halt an das Konto eben vorher von PayPal auch oder jetzt an unseren neuen Zahlungsanbieter, dass der dann praktisch auch wieder sagt, wie bei einer PayPal-Überweisung, hey, wir nehmen die Garantie dafür, dass das Geld da ist, also derjenige hat überwiesen, das Geld ist zwar noch nicht auf unserem Konto, aber wir sagen bei Aquaporus schon, hey, ihr könnt schon verschicken, wir übernehmen die Garantie, dass wir uns das Geld dann im Zweifel von demjenigen holen. Genau, da könnten wir theoretisch auch Ratenzahlungen vereinbaren, aber also erstens haben wir jetzt nicht so gewaltige Werte, zweitens bin ich da jetzt nicht so der Freund von irgendwem das, zu sagen. Das aufzuschieben, ne? Ja, genau. Also das finde ich jetzt für uns nicht unbedingt nötig. Aber vorher ging das halt alles über PayPal mit den entsprechenden Gebühren auch. Ja. Und jetzt haben wir halt einen neuen Zahlungsanbieter. Das ist nämlich NetEasy. Ja. Jetzt hier keine Werbung oder so. Das ist einfach, dass wir da mit jemandem gesprochen haben, der mit dem verschiedenen Leuten zusammenarbeitet und da auch entsprechend Konditionen verhandeln kann, was eben bei PayPal eigentlich nicht geht. Ja, je nachdem, wie viele Umsätze man da halt auch hat. Genau, ne? Ja. Und da haben wir jetzt ein ganz gutes Angebot gekriegt. Ich weiß gar nicht, darf man darüber sprechen? Ich weiß es nicht. Also, wir sind jedenfalls weniger als bei PayPal. Ja, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, weil PayPal ist ja gestaffelt. Aber es ist ein Drittel ungefähr. Also, es ist auf jeden Fall weniger als die Hälfte von den deutlich, Gebühren. Deutlich weniger als die Hälfte von den Gebühren von PayPal. Und da haben wir gesagt, okay, das lohnt sich langfristig da umzustellen und zu schauen, dass dann jetzt Kreditkartenzahlungen und die Sofortüberweisung darüber laufen. PayPal, wie gesagt, bieten wir natürlich trotzdem an, könnt ihr auch weiterhin benutzen. Ja. Aber in dem Fall haben wir uns halt deutlich Gebühren gespart und ist auch im Prinzip fast genauso einfach für uns im System, wie läuft das da? Ja, also es ist so ähnlich wie bei der Überweisung. Ihr ihr werdet nach dem Kauf zu dem externen Zahlungsanbieter, so wie bei PayPal auch, nur da halt zu NetEasy weitergeleitet und könnt dann da, je nachdem, was ihr halt ausgewählt habt, ob Kreditkarte, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Kreditkartenkäufen genau abläuft, weil ich mache das selber nicht, ich glaube, da muss man irgendeine Kreditkartennummer eingeben und sagen, wie lange das noch gültig ist und ja. Oder man kann es halt auch mit Sofortüberweisung, das heißt, ihr müsst euch da auch praktisch bei eurem Online-Banking-Konto anmelden und das dann halt dahin überweisen. Das wäre praktisch vom Aufwand her, sage ich mal, jetzt nicht viel anders, als wenn ihr das mit direkter Banküberweisung an unser Konto macht. Nur eben mit dem Zwischenschritt, dass NetEasy dann praktisch direkt an uns sagt, ja, wir haben das Geld erhalten, ihr könnt es verschicken. Und bei der Banküberweisung würden wir halt sagen, wir verschicken es erst, wenn das Geld wirklich auf unserem Konto ist. Also es dauert halt ein bisschen länger. Und es ist auch im System hinterlegt. Es ist im System hinterlegt, dass derjenige über NetEasy und auch über, wir können auch sehen, ob es Kreditkarte oder direkte Banküberweisung ist. Ja. Genau, dass es im System hinterlegt ist, aber es wird auch nicht automatisch angerechnet. Also die Rechnung zum Beispiel wird trotzdem nicht erstellt. Das heißt, ich gehe immer nochmal bei NetEasy rein, schaue nach, ob das dann wirklich da angekommen ist, weil da ist das... So zumindest am Anfang haben wir dann nochmal Probleme gehabt. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Man muss halt auch erst reinkommen in das System und verstehen, wie es funktioniert. Genau. Ne? Es kann aber auch jetzt passieren, dass wenn ihr dort weitergeleitet werdet und das einfach wegklickt, weil ihr sagt, oh, ich habe mich vertan, ich möchte doch noch was anderes kaufen oder wie auch immer. Ja, dass oder dann aus Versehen das Browserfenster schließt. Ja, oder so. Stromausfall, was auch immer. Jedenfalls, wenn genau in diesem Prozess Internetverbindung. Das Ganze abgebrochen wird, kann es sein, dass bei uns
im System trotzdem das Ganze angelegt wird, obwohl es dann eben nicht bezahlt wird. Es wird angelegt, aber es steht dann dabei, dass keine Zahlung angelegt wurde. Ja. Also, ne, dass das dann nicht, aber man kann das dann auch nicht nachträglich nochmal machen. Also, das müsste man dann nochmal neu durchführen. Ist dann da in dem Fall ein bisschen schwierig, wobei bei PayPal, glaube ich, wird das ja genauso. Wenn dann in dem Moment irgendein Problem ist, kann das genauso passieren, dass man da dann halt nochmal das neu machen muss. Also das ist überhaupt kein Problem, nur deswegen haben wir da jetzt gerade am Anfang nochmal ein gesondertes Augenmerk drauf. Genau. Also da ist es praktisch genauso wie bei der Überweisung dann in dem Fall auch, dass ihr die Rechnung erst bekommt, wenn ich die im System erstelle und sage, yo, es ist alles klar, aber eben mit dem Vorteil, dass wir es sofort an euch rausschicken können und man nicht eben diese Zeit warten muss. Genau. Und dass da halt die Gebühren geringer sind als bei PayPal. Also sprich, das ist dann sozusagen so ein Mittelweg. Am wenigsten komfortabel ist die direkte Banküberweisung, kostet aber logischerweise auch am wenigsten Gebühren jetzt. Also sowohl für uns weniger komfortabel als auch für euch, aber halt für uns am günstigsten. Ja. Dann dazwischen das von NetEasy, die beiden Möglichkeiten, sprich für euch ein bisschen aufwendiger, weil ihr müsst halt da die Daten nochmal eintragen, das ist nicht wie bei PayPal, wobei der ist ja mittlerweile mit dieser Zwei-Phasen-Authentifizierungsdings, muss man auch einige Sachen mehr eintippen. Das stimmt, ne? Ja. Und ja, PayPal eben das komfortabelste für euch, aber die größten Gebühren auch für uns. Wobei am komfortabelsten für uns muss man ja zugeben auch, weil man damit wirklich keine, da werden die Rechnungen selber erstellt und alles gemacht, aber man zahlt halt für diesen Komfort. Ne? Genau, und dann bin ich noch in Gesprächen. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, mit einem Zahlungsanbieter von einer, ich sag mal, grünen Bank. Grüne Bank? Ja, die also quasi umsatzabhängig sagen, wir wollen Klimaprojekte unterstützen. Das gibt es ja eigentlich relativ viel, die sagen, wir unterstützen das durch, was weiß ich, Bäume, Pflanzen, sonst was. Die das direkt in ihren Shops dann sagen, hey, wir haben jetzt aber Bäume gepflanzt. Das gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo wir uns in Zukunft auch noch mit dem Thema Nachhaltigkeit mehr beschäftigen werden. Und gerade bei diesem Thema Banking ist natürlich was, wo man sich jetzt nicht so viel Gedanken drum macht. Aber in dem Moment würde das quasi für euch nichts ändern, für uns auch nicht viel ändern, weil die Gebühren im Prinzip vergleichbar sind. Der einzige Unterschied ist eben, dass man einen anderen Mechanismus dahinter hat und vielleicht dann ein gutes Gewissen oder so. Vielleicht kommt das nochmal. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja. Gut, dann wisst ihr jetzt Bescheid, was so unsere Zahlungsmodalitäten, was alles mit denen auf sich hat. Ja. Wie gesagt, wenn noch weitere Fragen sind, schreibt es gerne in die Kommentare. Oder ihr viel bessere Ideen habt, natürlich auch. Ich denke, das ist für den einen oder anderen ganz interessant. Vielleicht nochmal als Fazit, so Abschluss, also Sofortüberweisung und Kreditkarte, jetzt neu über NetEasy, für uns ein bisschen günstiger als PayPal. PayPal weiterhin verfügbar, wer ein PayPal-Konto hat, für den ist das wahrscheinlich am einfachsten, der klickt einfach drauf. Für uns am meisten Gebühren, für euch am einfachsten, am sichersten. Okay. Und die direkte Überweisung auf unser Bankkonto, für uns keine Gebühren, für euch eventuell ein bisschen mehr Aufwand, da reinzuklicken. Wer es als App hat oder so, hat es natürlich genauso einfach. Ich kann sagen, stimmt, als App, wenn man dann da seinen Code eingibt und uns vielleicht schon mal Zahlungsdings hinterlegt hat. Super einfach, dann, man hat natürlich in Anführungszeichen das Risiko, dass ihr uns vertrauen müsst, dass wir das Geld jetzt haben. Meistens geht es da ja jetzt nicht um gewaltige Beträge, aber gut, wer das mit PayPal absichern möchte, soll das tun. Genau, einfach nur nochmal so ein bisschen auch Transparenz wegen, wie es denn für uns aus unserer Sicht dort vor sich geht und dann auch im System das Schnellste ist, das Komfortabelste ist. Wie gesagt, ihr wisst Bescheid, ihr könnt weiterhin auswählen, was euch am besten gefällt. Das soll jetzt niemanden von der Bestellung abhalten. Nein, das ist eigentlich der wichtigste Punkt auch. Das nämlich teilweise auch bei der Banküberweisung so, dass dann manchmal auch Bestellungen einfach liegen bleiben, nicht bezahlt werden, man fragt nach. Da kommt nie was und dann ist es für uns storniert, wo man sich denkt, bei PayPal hätten wir das Geld gleich gehabt. Nö, das ist also auch wichtig für mich als Kunde jetzt, wenn ich in irgendeinem Shop bestelle, wo PayPal vielleicht nicht angeboten wird, dann trage ich meine Daten da ein, dann funktioniert das warum auch immer nicht, vielleicht Sofortüberweisung der falsche Anbieter oder mit meinem Browser nicht kompatibel, was auch immer, dann möchte ich vielleicht meine Kreditkarte auswählen und was weiß ich, dann habe ich meine Kreditkartenbestätigungs-App gerade nicht zur Hand oder irgendwas. Also ich möchte schon die Zahlungsmöglichkeiten da haben, um das dem Kunden nicht so schwer zu machen. Ja, weil das ist ja eigentlich die Hürde. Und wenn diese Hürde zu groß ist, dann ist natürlich klar, dass man dann irgendwann so angenervt ist und sagt, also da kaufe ich jetzt nicht. Es muss schon einfach funktionieren und es sollte auch dann noch eine Alternative geben, wenn meine Lieblingszahlungsmethode, warum auch immer, gerade nicht funktioniert. Ja, sei es, dass der PayPal-Account gerade gesperrt ist, dann möchte ich doch immer noch die Möglichkeit haben, eben auf anderem Wege möglichst einfach
da bestellen zu können. Genau. Und genau. Ich hoffe, das haben wir jetzt halbwegs gut abgewickelt. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüssi.